Der Name ist eigentlich gar nicht schlecht. Und guckt euch an, die Dose. Das Design ist auch okay. Jugendlich, dynamisch, also zielgruppengerecht. Trotzdem kriegt Carlos das Zeug nicht los. Ja, weil es zum Trinken da ist, nicht zum Anschauen. Eben. Und es schmeckt scheußlich. Na komm, jetzt übertreib mal nicht. Du musst es den Leuten nur gut verkaufen. Dann flippen sie völlig darauf aus. Wie willst du das machen? Ich habe eine Idee. Du verkaufst es einfach als Dämmmaterial für Magenwände. Super Idee. Nein, ich werde das Produkt als Paket anbieten. Ein schmackhafter Energy-Drink in Kombination mit einem Fitnessburger? Was soll das denn sein? Fitnessburger. Gesundheit durch Junkfood. Das ist echt der letzte Käse. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Danke. Gemüseburger, fettarm gebraten, Salatblatt, Gurke und fertig. Und dazu sollen die Leute dann das Zeug schlucken? Na klar, die Kombination macht's. Die Leute werden schon auf den Geschmack des Getränks kommen und dann verkauft sich die Dose wie von ganz alleine. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Also, ich finde die Idee toll. Früher mochte ich überhaupt keinen Spinat. Mit Ei habe ich ihn dann gegessen. Und jetzt esse ich ihn auch ohne Ei. Und damit ist die Marktforschung ja abgeschlossen. Das geht bestimmt auf mit deiner Strategie. Ich muss nur schnell und diskret einen Grill organisieren. Mama und Papa dürfen davon nichts mitbekommen. Ja, dabei kann ich dir aber nicht helfen. Ich bin zwar gespannt, wie sich dein Absatzrasen steigert, aber ich muss echt mal Referat fertig machen. Tja, jedem das seine. Das habe ich ja schon gestern gesagt. Du verschimmelst in der Schule und ich mach die Kohle. Für die Schule werde ich allerdings keine Zeit haben während der Aktion. Die solltest du nicht schwänzen. Das gibt nur Ärger. Ja, man muss Prioritäten setzen. Und ich bin zum Geschäftsmann geboren worden. Kannst du mir vielleicht mal erzählen, was los ist? Irgendwie bist du komisch. Ich bin einfach nur müde. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Ach, lass mich durch. Das nehme ich dir nicht ab. Dein Problem. Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Du bist ganz anders als gestern. Habe ich dir irgendwas getan? Herrgott, jetzt bleib doch mal stehen und rede mit mir. Ich bin einfach nur... Schlecht? Ja. Ich wollte dich fragen, ob du was mit mir trinken gehst. Ja, vielleicht ist dir eher nach Saft. Ich hab doch eher Lust auf Sekt. Ja, sag mal, was, ich denke, du bist müde. Sekt macht munter. Den roten noch zweimal in 38, einmal in 40. Okay. Hey, da bist du ja. Das ist Caro. Und das ist Julia. Hallo. Hallo. Schönen Laden hast du hier. Danke. Ich bin gleich fertig. Ich mache nur noch diese Liste mit Julia durch. Mhm. Hast du dein Boot denn jetzt gefunden? Nee, noch nicht. Das kann natürlich auch sein, dass die Diebe das Boot schon längst zu einer anderen Insel gebracht haben. Na toll, dann finde ich es ja nie. Hey, wenn es nicht mehr da ist, kriegst du sicher auch eine ganz schöne Summe von der Versicherung. Hm? Ist doch auch eine schöne Erbschaft. Na, mir geht's doch nicht ums Geld. Ich höre an dem Boot, was von meinem Opa ist. Außerdem wollte ich so schnell wie möglich da einzeln und drauf arbeiten. Was machst du denn? Ich schreibe Referate. Also eher eine Seminararbeit. Ich bin Soziologie-Studentin. Ich muss mich auf eine Prüfung vorbereiten. Ja. Referate, Seminararbeit, Prüfung und das im Urlaub? Du bist eine echt engagierte Studentin. Ich habe früher in meinen Semesterferien meistens Jobs gesucht und war heilfroh, wenn ich mal keine Paragraphen lernen musste. Julia ist nämlich Juristin. Ach echt? Und dann machst du den Laden hier? Das ist eine lange Geschichte. Geht ihr mal lieber dein Boot suchen. Nee, ich lass dich mit der jetzt nicht hier hängen. Hm? Die Listen laufen nicht weg, aber Caros Boot vielleicht. Also ab mit euch. Danke dir. Danke, ist echt nett von dir. Ciao. Ciao. Ja, mach dir mal keine Gedanken. Ich rufe einfach an und sage, ich habe dir den Magen verdorben. Das liegt bestimmt auf. Ach Quatsch, mach dir nicht ins Hemd. Ich habe jetzt nur mal wichtigere Sachen zu tun, als mir diesen Geschichtsscheiß in der Schule anzuhören.
Und ich dachte, wir wollten in der Freistunde shoppen gehen. Komm, jetzt sei mal bitte nicht sauer. Hilf mir mal, halt mal da oben fest. Ich sag's dir, die Werbeaktion schlägt ein wie eine Bombe. Na, Fitnessburger, Energy Drinks, ab heute Mittag. Der erste ist auch nicht umsonst. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ach, das brauchst du überhaupt nicht. Der Plan ist cool. Du wirst sehen, die Leute stürzen sich wie wild auf meine Fitnesskombi. Kann ich dir denn sonst noch irgendwie helfen? Ja, der Grill könnte mal abgewischt werden. Dann kann ich schon die Holzkohle vom Roller holen. Und dann heiz ich mir ein bisschen den Burger ein. Hm? Mhm. Ah, das hier haben wir jetzt schon alles abgehakt. Das ist fast so viel wie das, was du mit Marc auf der anderen Seite abgeklappert hast. Marc ist echt ein toller Typ. Und ihr beide, ihr macht so einen harmonischen Eindruck zusammen. Ja. Streitet ihr auch manchmal? Naja, jetzt nicht mehr so häufig, aber am Anfang schon. Was gab's denn für Probleme? Ich finde Vertrauen ziemlich wichtig für eine Beziehung und... Naja, wir haben beide ziemlich lange gebraucht, um uns zu vertrauen am Anfang. Und da hatten wir natürlich schon ab und zu Stress. Mhm. So richtig heftig? Ja. Aber jetzt haben wir inzwischen so viel durchgemacht, da kann so schnell nichts mehr dazwischen. Ja. Wie ist denn das bei dir und deinen Männern? Wie viel warten denn da in Deutschland? Also ich bin einem echten Traummann verfallen. Ja? Mhm. Ja, da existiert ja nur in meinen Träumen. Ja, dann solltest du mal anfangen, deine Träume auszuleben, hm? Also wenn er irgendwann mal in Fleisch und Blut vor mir steht, dann greife ich sofort zu, okay? Okay. Du, was hältst du davon, wenn wir genau hier weitermachen? Gut. Und 125 zurück. Gracias. Adios. Da stimmt doch irgendwas nicht, Mann. Oh. So. Der Ball kostet 375 und er hat mir 500 gegeben. Mann, ich rede doch nicht von deinem dämlichen Wasserball. Mann, du hast ja eine Laune, was ist denn los? Ja, das wüsste ich auch gerne. Nicole ist plötzlich total abweisend zu mir, so von einem Tag auf den anderen. Wie äußert sich das? Oh, sie hat angeblich keine Zeit. Tagelang nicht. Sie geht mir aus dem Weg, ist kratzbürstig. Ich weiß auch nicht. Hm. Komisch. Mir gegenüber hat sie doch durchblicken lassen, dass sie an dir interessiert ist. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Wunschdenken oder so, denke ich mal. Wahrscheinlich habe ich mir das alles nur eingebildet, dass sie auf mich steht. Nicole ist manchmal ein bisschen wechselhaft. Naja, egal. Von der Frau lasse ich mich doch nicht unterbuttern. Mir brauchst du den unsensiblen Klotz nicht vorzuspielen. Ich kenne dich besser. Ja, ich weiß, ein Mann darf auch mal weinen. Aber jetzt sehe ich das einfach nur realistisch und bin nicht zutiefst getroffen, klar? Klar, klar.